So, herzlich willkommen, ihr Leute. Wir sind hier heute auf der Nintendo XMS Small Tour in München und sind gerade dabei, Pokémon anzuspielen. Der gute Sen, sag mal hi. Hallo. Ist auch am Start. Und ich habe keine Ahnung, wie gut das denn am Ende denn aussehen wird, die Aufnahmen, die wir heute machen. Vielleicht werden sie ganz nett aussehen, vielleicht nicht. Wir werden nachher nochmal zeigen, wie es denn insgesamt aussieht, damit ihr vielleicht auch davon mal einen kleinen Einblick bekommt. Ich stelle wird es gerade einigermaßen gerade so stellen hier. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber es ist ja das Gameplay gerade, das ist die Hauptsache. So, ich gehe mal auf die andere Seite. Ja, das Vorteil, man kann es ein bisschen weiter bewegen, wenn man hier das Stativ aufgebaut hat. Ja, wir zocken heute ein bisschen Pokémon. Vielleicht erstmal so, du hast das ein bisschen was gesehen. Ich sage euch das auch noch den ganzen Rest, liebe Leute. Wie findest du in die Mall-Tour? Cool. Ist das alles, was du zu sagen hast? Cool. Hoffentlich ist es ja. Also, er findet sie sehr cool. Und ja, wie gesagt, wir sehen gerade ein bisschen Gameplay von Pokémon Schwert. Das wird jetzt auch noch als Play in die Pokémon. Was ist das Schwert oder Schild? Schild. Genau. Du sagst einfach immer nur so einzelne Wörter. Schwert, Schild. Aubergine. Oder also, ne? I mean, why not? Tomate. Wir werden uns hier nach und nach so freien Stationen arbeiten. Wir werden jetzt 5 Minuten Pokémon spielen, was ich jetzt ein bisschen machen werde. Und danach werden wir so einen anderen Game schauen und dies, das, damit ihr einfach einen kleinen Eindruck bekommt. Angefangen haben wir jetzt hier mal Pokémon, weil die Spielstation gerade einfach frei war. Da haben wir euch hier auch begrüßt im Video, falls ihr sagt nochmal Hallo für die Begrüßung. So, dass ihr angeschaltet habt, wollen sie eigentlich so Livestream machen, aber das ging mit mobilen Daten, WLAN-Testen ist, funktioniert das hier in der Mall leider nicht, aber dann nehmen wir es so auf. Ich denke, das müsste gehen. So, ich würde vorschlagen, ich spiele einfach erstmal und dann kannst du ja ein bisschen erzählen, ne? Aber du musst dann reden, weil du hast Mikro. Hallo. Ich bin stark depressiv. Ist gezahlt, ist gezahlt. Ja, also wir sehen hier gerade Pokémon Schild, ein sehr cooles Spiel. Und während Gamercoach hier nur mit seinem Fahrrad rumfährt, versucht er hier Pokémon zu killen. Oder keine Ahnung, was er versucht. Was versuchst du gerade? Einfach nur gerade ein bisschen rumzufahren. Und die Steuerung kann lernen, oder? Ja. Interessant. Wie kommt man von dem Fahrrad runter? Mit X oder Minus. Ne, mit Plus oder Minus. Du kannst aber auch da reinfahren, gell, mit dem Fahrrad. Ja. Egal. Dann wird er gegen einen Pikachu mit Fukano kämpfen. Den zweiten Kampf, den ihr heute seht. Warum setzt du Heimzahlung ein? Sollst du was Effektives einsetzen? Das stand effektiv. Ja, aber ein sehr effektives. Ja, gut, hast du Rest an sich. Weil jetzt verliebt er dich. Oder keine Ahnung. Schau mal, Biss ist sehr effektiv. Biss ist sehr effektiv und killt Pikachu instant. Yay! Schau mal, ob das aufnimmt, bitte. Warte, ich teste mal kurz was. Ja, es filmt. Du musst mal hier nochmal eine Arme rauslassen. Du hängst dir fest, Bro. Hallo, komm mal ein bisschen Kabel. Ich fühle mich gerade wie ein Vollidiot. Einfach ab Chris mal einmal gespannt. In diese Richtung im Kreis und in diese. Vorsichtig. So, jetzt hab ich's nicht mal fest. Wieso fühlt sich Weil ich hier gerade zwischen ganz vielen Pokémons da sitze. Besser gesagt, eigentlich nur Pikachus sind da, obwohl ich Team Evoli bin. Film mal ganz schnell ein bisschen in die Richtung und dann wieder zurück. Nee. Datenschutz. Wir haben die Erlaubnis bekommen. Datenschutz. Wir haben die Erlaubnis bekommen. Datenschutz. Nein. Nein. Aber rechts von uns gibt's ganz viele Pikachus und ich bin Team Evoli. Das tut mir weh. Das tut weh, das zu sehen. Das ist aber nicht schlimm. Ist aber nicht schlimm, während hier Gammelcoach mit Fukano gegen Pikachu kämpft, verliebt sich Fukano in Pikachu und kann somit nicht. Doch, er konnte angreifen, das hätte ich nicht gedacht. Wirklich Liebe gebrochen. Schade. Wegen dem Lärm hier soll ich laut reden.
wie man auch hier sieht, den Pokémon von GamerCoach. Ein kleines rosa Pokémon. Und er kämpft ein drittes Mal mit Picochila, mit Fukano. Wird Fukano jetzt verlieren? Er hat nämlich nicht mehr viel Leben. Er benutzt den Biss. One-shotted vielleicht. Und das ist natürlich kein One-Shot. Oh, Charme. Oh ja. Jetzt kämpft er nochmal mit Flammen. Sehr effektiv. Gegen Picochila. Und killt ihn. Und das ist ein Sieg. Easy, is it? Mit Fukano. Wer hätte das gedacht? Natürlich ich. Ich glaube natürlich an meinen Freund David. So, dann übernimmt Sam mal wieder kurz. Dann erklär erstmal bitte, wie es hier weitergeht. Also, genereller Plan, sie werden jetzt auch noch andere Spiele anschauen. Gerade Ring Fit Adventure, das machen wir zusammen. Freust du dich darauf? Nein, ich bin nicht sportlich. Aber wir wollen es alle irgendwie nicht mehr sporteln sehen. Ich bin nicht sportlich. Ja, das werden wir nachher herausfinden. Da kommen wieder ein Pokémon. Was haben wir du das gegen das Picochila stellt? Das kommt ja doch relativ häufig, ne? Ist mir aufgefallen. Das ist das Pokémon. In der Zone, wo es Picochila gibt, auch. Ja. Ja, das war es. Es ist ja. War auch nicht anders zu erwarten. Macht da Sinn, dass in der Zone das dann auch durchaus die Pokémons gibt. Ah, du hast. Was hast du gemacht? Ich bin eben Pro. Er ist eben Pro. Pokémon mein Spiel. Es taucht gerade Mittagkont, ob irgendwelche anderen Gaming-Stationen frei werden. Ich bin der Typ, der noch Pokémon XY gespielt hat. Nur wird das anderes frei, ja, warten wir, bis das anderes frei ist und dann. Das heißt, ich bin ein Ehrencoach. Wechseln wir. Wir werden alle zwei Bisschen anspielen hier, die Stars. Vor allem nachher auch, das wird das Mini auf jeden Fall. Das da ist hässlich. Das da ist auch hässlich. Und das ist Sen. Aber du hast schon gesagt, dass er heute dabei ist. Ach, übrigens, Sen, dass du mitgekommen bist. Bereust du es jetzt schon? Nee. Überlegst du? Wirklich. Was sag ich bloß? Was sag ich dir bloß? Ne, dies, das? Nee, eigentlich gefällt es mir voll. Aber ich finde es das komisch, dass wir zwei Tage hingehen. Also, ich glaube, eigentlich ein Tag reicht voll. Ja, wenn wir jetzt noch eine Stunde bleiben, sind wir durch heute, ne? Genau. Ja, wie gesagt, wir werden nachher auch noch ein bisschen mehr zeigen, was hier so alles zu sehen gibt. Sieg. Fuck. Warte, ich sammle ihn einfach ein. Ich sammle den Pokémon ein. Jetzt kommt eine kleine Pokéball. Einsetzen. Und er kommt in mein Poké-Team. So schlau geht es. So schlau. Ich schaue nicht mal hin, weil ich weiß, dass er schon reingeht. Er meinte, er wäre der größte Pokémon-Meister. Wann hast du das letzte Mal Pokémon gespielt? Das ist doch ein paar Jahre her, ne? Seit 5 Jahren hast du kein Pokémon mehr gespielt? Seit 5 Jahren habe ich kein Pokémon gespielt. Seit 5 Jahren habe ich nie wieder Pokémon XY. Ich mach's immer wieder so spielen, ne? Stell dir vor. Ja, ich spiel's vielleicht wieder. Vor allem Ehren auf die Pokémon, die einfach Gamer Cross heißen, ne? Das ist toll. Wie soll ich ihn nennen? Machen wir nochmal Gamer Cross. Haben wir ja einmal im Livestream auch geschrieben. Wollte ich jetzt vorschlagen. Alles groß geschrieben, auch nice. GC Army, ja, Ehre. Ja, wieso nicht, ne? Es ist auch gerade im Hintergrund, ob andere frei werden, dann schwitzen wir auch immer wieder durch. Aber wie gesagt, noch sind wir in Pokémon, das ist auch eins auch das interessanteste Spiel hier, oder? Was meinst du? Wie bitte? Pokémon ist so eins der interessantesten Spiele hier, ne? Was ich auch noch interessant finde, ist auf jeden Fall. Wir gehen jetzt zu Mario Maker rüber. Sonic. Okay, Mario Maker wird gerade was frei, deshalb gehen wir einfach mal jetzt hier rüber. Wir merken, dass hier gerade alles verrutzt. Sorry, du hast dich gemobbt. Vielleicht, Sam, willst du ein bisschen deine Meinung? Komm, ja, Meinung machen wir später. Wie bitte? Wir gehen hier einfach ganz gezielt vom einen Spiel zum nächsten. Okay. Drück mal halt in die Home-Taste und dann tu einfach. Ja, hier kann man Mario Maker spielen. Er ist hier, der Bezeichnung da oben ist die.
Ja, aber es hat vorgesehen, an sich ist vorgesehen. Schon wieder machen, ne? Aber wir spielen schon so oft. Dann machen andere. Schaut mal, was da noch für Spiele gibt. Gut. Nee, das habe ich ja da. Octopath Traveler soll ganz gut sein, aber das dauert irgendwie länger. Das ist, glaube ich, so ein. Ich auch nicht, nicht drin. Ja, okay, erster Rest. Ich glaube, die sind alle nicht drin. Dieses Zeichen bedeutet, dass die Karte nicht drin ist. Ach nee. Es gibt nur zwei Spiele: Yoshi's Crafted World. Dann spiel das, was du austesten willst. Dann spiel ich nach dir, um meine Skills zu zeigen. Dann mach das. Aber wahre Worte mit Karte Skills. Es geht rechts beim Videos von dir rüber. Du siehst gerade ein bisschen in der Kamera, aber warte mal, das ist ja einfach so hin. Ich habe echt keine Skills. Ja, das wissen wir schon. Alle, die das Mario Maker Let's Play gesehen haben, wissen, dass du keine Skills hast. Das ist ja nichts Neues, ne? Ich fühle mich gerade wie so ein Kind, was so die ersten Let's Plays macht und dann noch vom großen Bildschirm abfilmt, ne? Ein bisschen so wirkt das irgendwie. Oder wie bei der Gamescom von Exclusive Games, immer auch nur von dem Bildschirm her abfilmt, aber, ja? Was? Das ist, ja, also komplett, also das erste Mal fängt mit YouTube an, dies, das, ne? Ja, das beschreibt das eigentlich ziemlich gut. Oh. Ich hab grad gemerkt, dass ich intelligent bin. Ich tue einfach einen ganzen Kabel mit hier drauf, dann passt das alles viel besser. Wir werden nachher auch noch unsere eigene Meinung sagen, natürlich, und so weiter. Darauf könnte ich auch auf jeden Fall freuen. Was hast du? Ich hasse mein Leben. Ja, ist auch deins so? Weil ich nichts kann einfach. Aber du warst dann dem Display gar nicht mal so scheiße. Woher ist die falsche Scheu? Keine Ahnung. Nervosität, weil es hier zu viele Pikachus gibt und ich. Weißt du was? Ich hol dir mal eine Pikachu-Mütze und setze die auf. Ich hol dir mal eine Pikachu-Mütze. Nee, es ist so, den machen wir nachher zum Ende. Aber da setzt das einfach noch einer auf, das wär's dir. Das muss sein. Na? Wusstest du, dass man als Katze nicht Nee, doch, natürlich geht das. Wenn man Skill hat, ne? So, da haben wir jetzt hier ein bisschen was Müll gemacht. Ah, man darf mal eben nur das spielen, was da auch drin ist, ne? Echt? Ja. Da kannst du aber noch mit der Beste da drauf springen, das bekommst du hin. Ja, brauchst du Katze, raufklettern. Da ist doch ein Fragezeichenfeld. Hol dir da auch einfach das. Oh, die Katze war drauf, aber ich wollte das so machen. So, komm, schaffst du. Jawoll. Aber jetzt auch oben landen. Sehr gut. So wollte ich es machen. Nein. Weil das Level 3 ist. Mies, mies, mies. So, da mal Rucksack, auf das du ja hast. Intelligent auf jeden Fall hier. Warte, lass mal ein schwieriges Level spielen. Also, das Hirn und ein schwieriges Level, also. Du darfst halt nicht so ausrasten in der Öffentlichkeit wie bei mir so, das weißt du schon, ne? Was? Darf ich nicht? Nein. Wir sollten übrigens vielleicht auch mal sagen, das Ganze, wir sind ja bei Nintendo Express Mall Tour und dazu sollten wir auch erst Danke sagen, ja, an die Verantwortlichen von Nintendo, dass es geklappt hat, ganz klar. War es eigentlich am Anfang, aber ich glaube, das ist am Anfang der Pokémon Spiel ein bisschen untergegangen. Das hat 3 Sterne, okay, das probiere ich. Sam, meinst du wirst das Level schaffen? Ich werde mich an diesem Level dran erinnern und ich werde fluchen an diesem Level. Weil ich es kenne. Okay. Du darfst, ohne den Boden zu berühren, muss man das Ziel erreichen. Das sind so was in der Vorgaben. In manchen Mario-Spielen gibt es Vorgaben. Hast du sehr gut gemacht. Also, war bitte schon die Spitze da? Da musst du schnell springen. Aber erst dann sprinten, das Springen darfst du ja gar nicht, ne? Ja, das denkt man, springen und sowas darfst du gar nicht mal. Echt ätzend. Ja. Ich
Ich bin einmal gesprungen, auszusehen. Ich bin einmal. Es hat hier auch 3 Sterne. Auch am Anfang, da ist einfach gar nichts. Ich bin so sehr an dieses Level. Mhm. Hatten wir es auch gespielt gehabt? Glaubst du, ne? Ja. Wir hatten alle Level gespielt. Stimmt. Also, ihr findet es irgendwo noch bei uns in Aufnahmen. Du musst einfach da oben gehen. Au, siehste. Ich erinnere mich aber auch jetzt dran. Wurde jetzt drüber. Ja. Also, ja, schon mal daran erinnere ich mich. Man muss einfach nur das da machen. Richtig. Aber ich finde es echt eine sehr nette Sache, ja, muss man sagen. Ja. Ich bin echt gespannt, ob du das Level schaffst. Aber ich glaube schon. Ja. Gut, gut. Wird ja. Hahaha. Ja, noch ist er nicht vorbei, ne? Ah, da begann erst der richtige Spaß, ne, mit den Buhus. Nein, das ist ätzend. Weil jetzt geht der eine ab, Pilz. Kaputt. Mhm. That's life, ne? Uff. Hier ist auch gutes Timing gefragt. Willst du manchmal immer die A-Taste drücken? Wie bitte? Vielleicht auch manchmal fällt es unbedingt die A-Taste drücken, aber dann drückt sie doch nicht. Das ist aber auch mit der. Es ist ganz schön, ne? Die verführt zum Drücken, die Münze. Und zwar ganz schön. Mich wundert erst, dass keiner Pokémon Desert ansteht, weil das ist neben Ring Fit Adventure, was du gleich noch antesten darfst, eins der beliebtesten Spiele. Ja, wir können da gleich ein bisschen weiter schauen, dann mal schauen, ob Ring Fit Adventure frei ist. Wenn nicht, können wir ein bisschen generell überlegen. Das ist mein Leben. So. Sollen wir doch mal nachgleichen, ob die Ring Fit Adventure, weil das finde ich auf jeden Fall, das wir es auch noch ausprobieren, weil ich glaube, das könnte Spaß machen, ne? Meinst du auch, oder? Nein! Komm, warte, musst du immer so mal sehen, wie du hier Ring Fit Adventure spielst. Mann. Oh, mein Bein ist eingeschlafen. Sagst du, da braucht man ein bisschen Fitness, dann funktioniert's nur, ne? Einfach okay, so. Okay, ein bisschen Fitness. Warte, letzter Versuch, okay? Und dann laufen wir ein bisschen einfach so. Nein, wir laufen ein bisschen rum, dann schauen wir mal so einen Fitnessstand. Schauen wir mal ein bisschen weiter. Ich weiß nicht, ob da was frei ist, aber wir. Egal, wir schauen einfach hier mal um. Ich trage das Ding einmal durch die Gegend. Was soll ich machen? Eh einen Cut. Ja, ist sogar was frei. Du darfst Fitness machen. Oh nein. Oh doch. Ich will es sehen. Ich will es schwitzen sehen. Nein, das will ich aber nicht. Doch, komm, Ehre. Will. Ja, ich mach's aber trotzdem. Ich hab keinen Bock. Wir machen beide, Deal? Du hast auch. Okay. Ja, wir machen beide. Machen wir noch beide. Wollen wir machen? Ja. Servus. Ja, machen wir beide, gerne. Wir haben die Erlaubnis bekommen zum Filmen, das ist in Ordnung, oder? Oder. Also, wir hatten die Erlaubnis. Wunderbar. Ja, klar, dann stell mich nur vor. Bist du links oder rechts? Willst du bei dem Ding, was gefilmt wird, oder bei dem, was nicht gefilmt wird? Nein, so, Leute, wir spielen jetzt, Fit Adventure hört jetzt unsere Zeit, war nix, weil wir spielen, aber ja, wir melden uns danach wieder. Viel Spaß mal ansehen. Thank you.
Kannst du auch mal raus, ne? Dann gebe ich euch zwei Gewinnspielkarten, ja? Ja. Ich bin mal gespannt, wie Sandy es jetzt tut. Wetten, er wird übelst unsportlich sein. Ihr seht ihn ja, warte, wie er das macht da links. Er rest im Bildschirm. Muss ja immer im Prinzip die Hocke gehen, dann hochspringen, um Münzen einzusammeln. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, Wetten auch noch mehr dazu sagen. Schauen wir erst, wie Sandy das jetzt macht. Stimmt. Hat's alles. Aus der anderen Seite ansehen? Das Sponsor ist auf der anderen Seite. Ja, da. Rest. Oder vielleicht kannst du mal erzählen. Warte mal. Ah, machen wir gleich dann. Machen nachher noch ein Feedback. Wo wir noch ein bisschen, also, das ist übrigens die Maltour hier. Wenn wir einen kleinen Blick bekommen, wie das Ganze hier aussieht. Ist eigentlich ganz nett. Also ich warte ein bisschen, bis da wieder was frei wird. Bei hier das Reihe zocken wir wieder was. Bis dahin. Ich stelle jetzt mal Mario und Sonic an. Bis dahin können wir einfach ein bisschen. Das war das Ding wieder ein bisschen fixieren. Und. Das sieht sehr nach Zelda links aus. Stimmt. Oh, ich hab's Sam, du kannst ja berichten, wie du es fandest, wenn du es mal vor die Cam stellst. Und ich stelle mich jetzt hier an, damit wir gleich spielen können. Stimmt doch ganz gut, oder? Ja, aber irgendwie muss er da ein bisschen beristen. Ich glaube, es wird eh gleich frei. Ja, Leute, gleich wird's frei. Dann machen wir es einfach geschwind. Keine Ahnung, ob das jetzt gut funktioniert. Schauen wir mal, ob man uns jetzt sieht. Ich glaube, es ist doch eh nicht. Sein, auf Ehre, bleib mal da stehen, wo du stehst. Nein. Was, nein? Ja, wir müssen jetzt kurz warten, bis wir hier dran kommen. Das dauert jetzt kurz. Du machst aber nichts, das Kameramann hier gerade. Das finde ich nicht an der Wand. Ja, das Ding ist gerade übel schief hier. Das jetzt ist vielleicht nicht das Optimalste. Wir müssen jetzt kurz einfach warten, bis wir hier dran kommen können. Ja, komm, geh ins Schloss, bitte.
Was machen wir denn so lange jetzt hier? Oder ist irgendwas, keine Ahnung, ist irgendwas anderes frei? Ich glaube nicht. Wir können ja vielleicht mal ein bisschen währenddessen über unsere Meinung reden. Was ist denn deine Meinung bis jetzt hier so Smalltour soweit? Hast du mich schon gefragt und ich find's cool. Ich find's cool, weil auch die Leute, die einfach nicht das Geld dazu haben, Spiele zu spielen, die können trotzdem hierher kommen und dann einfach so für ein paar Stunden dann hier so jedes Spiel testen. Und ja, dann wissen die, dass die besser in der Schule sein sollen und lernen, damit sie Geld haben und sich damit später auch eine Konsole kaufen können. Das ist ein gutes... Oder später einfach gut programmieren können und selber Spiele entwickeln. Das kann auch sein. Während ich gerade einen Typen sehe, der gerade einen Burger... Da wird was bei Link's Awakening frei. Geh mal einfach mal dahin so lang. Das ist auf jeden Fall Link's Awakening. Das sieht man auch, dass es Link's ja, Awakening. Du darfst spielen, du bist der Zelda-Experte. BOTW. Ja, meine ich ja. BOTW. Ja, Burger. Nein, bleib drehen. So, Zelda Link's Awakening, ein Let's Play, das wir auch durchgespielt haben. Wie fandest du es? Ich fand's cool, aber leider hat man die Videos nicht fertig geschrieben. Richtig, stimmt, der kommt noch welche online, die kommen aber auch noch, das presst so aus. Ja, die werden auf jeden Fall noch online kommen. Nur die Musik. Kabel. Jette? Lass mal schauen, wie viele Instrumente die schon haben. Wissen wir in welchen Nein, Tempel du musst ein bisschen nach rechts, das siehst du vor der Cam. Sorry, du Model. Nein, ja, ja, alles gut. So. Tempel sollen wir gehen? Such dir irgendeinen aus. Weißt du, war dein Lieblingstempel in Zelda Link's Awakening? Wir müssen in den da. Aber mein Lieblingstempel, ja. Der war nur Boss. Das war eh der letzte. Der da war scheiße. nix gegen Nintendo, aber der war scheiße. Der war nicht schlecht. Dann gibt's auch einen hier. Das war der erste. Das war der zweite, wo ich auch ein bisschen rumgeflucht habe, weil ich nicht weitergekommen bin. Das ist der dritte. Der ist auch nicht schlecht. Also der beste vielleicht ist... ja, ich glaube, der da. Der da war echt nicht schlecht. Der da. Okay, dann gehen wir doch dahin, oder? Nee, den kann man noch nicht jetzt haben. Den ah, geht das später. Dann wird es mir für irgendeinen zeigen, der jetzt schon spielbar ist. Ja, sonst wird es jetzt funktionieren. Was fandest du denn an Zelda Link's Awakening eigentlich so? Ich meine, ist ein tolles Spiel, gar keine Frage. Aber was fandest du so toll? Das haben die sich einfach nicht abgeholt, ne? An dem, ja, halt, bekommen. Das bekommt man ja irgendwo, ne? Das erste, was man bekommt in dem Spiel, warum habe ich kein Schild? Weil Leute hatten da keine Ahnung, wo es das jetzt gibt, vermutlich. Ich meine, die haben vielleicht zum Teil noch nie Zelda gespielt hier. Das ist. Wie heißt Nintendo Freaks? Wir denken nicht, dass sowas möglich ist, aber es gibt dann doch irgendwie Leute, die einfach noch nie Nintendo gespielt haben. Das ist Wahnsinn. Ich sollte eventuell das Ding mal eine Powerbank hängen. Oh Gott, ist Bobbing ausgegangen. Wo ist denn die? Da ist die. Knopf. Das ist mein Geld. Nein, ich habe die Powerbank nur angemacht. Gut. Bitte keine ruckartige Wirkung machen, weil dann reicht die Cam runter. Ne? Weil ich habe die Powerbank angemacht bei dir. Sorry, du Mann.
Ja. Was fandest du bei Stylings Awakening eigentlich am tollsten? Ich meine, es ist ein tolles Spiel, was man gerne spielt. Was waren deine Highlights? Meine Highlights in dem Spiel? Ja, einfach nur, hier wieder die Erforschung, einfach nur, hier, dass du alles besuchst, dass du alles anschaust. Ja, einfach nur wieder die Tempel einfach. So wirklich fast das ganze Spiel. Genau. Ja, ich denke. Das ist der Ricardo für die, die ihn nicht wissen. Übrigens für Leute, die jetzt irgendwie so arm sind oder so, filmen das Ganze jetzt hier ab. Ich meine, ist alles andere wäre jetzt viel so aufwendig, ne? Wir werden Sachen noch jetzt mini anschauen und ein kleines Feedback, also ein bisschen wird es noch dauern hier. Und ich meine, ihr seht, was wir machen. Ich meine, ihr seht uns nicht, weil es ist besser, wenn ihr ein Bildschirm sieht, als wenn ihr uns unten ein Bildschirm sieht, wenn der Bildschirm kleiner ist und dies, das. Man kennt es, ne? Das heißt, ich muss jetzt ins Schloss. Ganz genau, das heißt das jetzt. Und eigentlich warten wir mit Zelda auch nur, bis hier Mario und Sonic frei wird, weil dann wir das antesten. Warum haben die einen Bogen, aber kein Schild? Ich weiß es. Ein Bogen kostet 980 Rubine. Ein Schild kostet 20 Rubine, aber nein, die können kein Schild kaufen, aber ein Schild. Muss man nicht verstehen. Bro, ich weiß es ja auch nicht. Es ist. Wie gesagt, ich glaube, es gibt Leute, die haben einfach davon um die Zelda gespielt, ne? Die kommen da überhaupt nicht drauf klar auf dieses Spiel. Wobei Stylings Awakening eh ein ziemlich einstiger freundliches Spiel ist, wie ich es finde. Es ist jetzt nicht ultra schwer. Das ist der ersten, also für die. Ja, aber auch meines Remake, das ist eher nett gemacht. Hat, denkst du mal, eher kleinere Kinder als Zielgruppe. Also für die halt so anfangen mit Nintendo-Welten und irgendwann mal Anfang Tupa mit Mario. Also ist zumindest. Hast du auch mit Mario angefangen? Ich hab mit Mario und Luigi Partners in Time angefangen. Genau, das hast du aber schon mal erzählt. Hast du mehrmals damals sogar in den Videos, das war sein erstes Spiel. Ne, und man fängt dann einfach damit an. Und ich glaube, das aber könnte eins der Zelda-Spiele werden, dass die Jugendlichen dann vielleicht sogar das erste Spiel, wer weiß, ne? Wir werden das Ganze übrigens in zwei Parte einteilen. Oder? Das hier. Machen zwei Parte draus, oder? Eins, das auch morgen rauskommt. Ja. Genau. Also nach Zelda werden wir den heutigen Part, den Part beenden und dann machen wir morgen noch einen, wo wir den ganzen Rest zeigen. Und dann, weil ich glaube, zwei, drei Viertelstunde Parts geiler als eineinhalb Stunde am Stück. Ne? Zwei von 10 heißt ja so gut Deutsch. Essen nochmal, ich finde es nice, dass es geklappt hat. Nein, würde nein. Was, wie, wo, nein? Das heißt, wenn man schneiden würde, dann, und nur die besten Momente, dann kommt das Video vielleicht auf 25 Minuten. Ach so, ja, gut. Ja, haben wir immer was Spannendes hier gemacht, ne? So. Also ich find's erst nett, dass wir die Möglichkeit dafür bekommen haben. Das ist schon sehr irre. Ich meine, wir laufen die ganze Zeit mit dem Mikrofon rum und filmen dies, das. Und ich glaube, es geht jetzt immer aus Eis, die schlürfen. Du darfst gerne auch einen Schluck trinken, wenn du willst davon. Sicher? Du darfst gerne auch was mit Eis zu trinken. Die haben sogar die Banane im Spiel. Yes. Du kannst ja plötzlich mit einer Hand der linken Mikrofon einfach ein bisschen ab, trinkst schnell was und dann tauche ich gleich wieder auf. Hast du einen Stock gefunden? Geile Sache. Freut es das? Nein. Aber nein. Ich weiß, wofür ich den Stock brauche. Erst, für was denn? Um Honig zu holen. Es geht gerade komplett durch das Cam, sorry, Leute. Geh mal wieder ein ganz kleines bisschen nach rechts. Bitte vorsichtig. Danke. Nochmal sorry, du Model. Ja, sorry, ist halt YouTube Fame, dies, das. Es wackelt manchmal ein bisschen. Das ist wegen dem Kabel, gell? Ja. Ja,
wie gesagt, Leute, das Bild ist vielleicht nicht das Geilste, aber es geht da nur einfach darum, dass man merkt, wie das Feeling hier ist und dass wir noch das Spiel antesten. Und wenn man hier vor Ort ist, ist es nice, ne? Ja. Und so im Prinzip kannst du dir halt auch die Gamescom vorstellen. Nur viel, viel, viel mehr Leute und auch viel, viel mehr einfach The Woman und das alles, ne? Gamescom, es wäre eine Sommerferien, da komme ich nicht hin. Ja, aber da ist ja immer weit unterwegs. Aber ehrlich gesagt, das ist ja eigentlich ganz nett. Nachher werden wir uns auch noch ein paar Preise holen und das. Also ich finde das erste jedes Jahr wieder eine neue Aktion. Das machen die schon seit 3 Jahren. Seit 3 Jahren sind wir immer hier da, schauen uns das Ganze an. Und ich finde das immer wieder erst toll. Kann man ganz klar nicht anders sagen. Und ich, das ist ja, ich muss erst aufpassen, sobald Sonic wieder frei wird, ist Hand da, wir handen dahin. Sobald es frei wird, klar ist. Wie bitte? Wir haben sie nicht aufgepasst, dass wir anders sind. Ich passe sie dann mehr auf, sobald Sonic wieder frei wird, handen dahin. Aber wo du noch rüber bist, ist auch ganz nett. Du hast ein Blatt gefunden, freut dich. Nein, da ich 5 brauche. Was brauchst du? 5 Blätter. Ah, okay. Ja. Das war der Moment, wo du geschlafen hast und wo ich weitergespielt habe. Hier gibt's Sticker-Pakete und so Stuff. Also, dann darfst du nachher noch abstauben können. Ich mag's ja so, kleine Merch-Dinger von Nintendo zu bekommen. Das ist immer ganz, ganz nett, tatsächlich, ne? Ja, es geht's einigermaßen mit Bild. Wie gesagt, das ist nicht das Beste hier, das ist keine Capture-Karten, nix, aber es soll einfach ein bisschen zeigen, was wir hier machen und die Stimmung von hier ein bisschen zeigen. Und das tut's ja, denkst du, war so auch ganz gut, ne? Gerade wie fit das war, wie fit sag ich schon, oh mein Gott, Ring Fit Adventure, war ja sehr spaßig. Und ich denke, die 2 Highlights, die wir uns dann im nächsten Part anschauen werden, Mario und Sonic, dies wird's leid, wird uns dann der dementsprechend aufrollen, die Highlights, oder? Oh fuck. Also da kann man das Hund drauf freuen, aber erstmal wieder noch richtig schön bei Zelda Links Awakening. Ich find's ja ganz witzig, ne? Wir sind noch ein paar andere Spiele drauf und dann switzen Leute immer wieder rum, ob man ein Spiel spielen sollte für die da oben. Da ist sie über der Konsole. Also da ganz oben ist so ein Banner, hier über den Tennis Witzen, sagt immer, welches Spiel man hier spielen kann. Ja, und je nachdem... Nein, die starten ja gerade auch so. Und je nachdem, welches Spiel man spielt, ja, setzt man immer durch, die Stars. Ich glaube, die Ethos Mansion brauchen wir nicht antesten, weil wir das halt erst halt explain, oder? Ja. Aber das ist aber erst im Jahr 2020 wieder anfangen. Ja, da fangen wir jetzt nach Weihnachten wieder an, aber das machen wir auf jeden Fall noch fertig, oder? Ja, also ich würde schon sagen, weil das... Oh, Luigi stirbt gerade neben uns. Hallo. Ich kann ja mal hinschalten. Wir haben das Spiel neben dran. Ich Luigi gerade gestern am Verrecken, weil gerade keiner spielt. Das sollte man eventuell immer übernehmen. Sonst verreckt mir der da. Ich glaube, jetzt habe ich jetzt einigermaßen erfolgreich in Sicherheit gebracht, so zumindest meine Hoffnung. Back to Zelda, wo immer noch der gute Sen am Spielen ist. Du hast das schon öfters gesagt, auch in den Parts, du hast auch, du bist ja ein großer Zelda-Fan, ne? Ja. Wie kommt das? Keine Ahnung, ich habe YouTube das erste Mal, als ich YouTube überhaupt angemacht habe, habe ich als erstes nach Zelda gesucht, weil mein erstes Switch-Spiel. Da war ich das auch, also das erste Mal auf YouTube. War mein erstes Switch-Spiel Zelda. Und da habe ich einfach gesucht, ja, nach Videos. Habe ich dann einen YouTuber gefunden, der heute fast bei 2 Millionen Abonnenten ist. Bei 1,98 Millionen. So schnell kann es gehen. Nette Story, ja. Nette Story. Aber ist noch ganz schön. Ja, und deswegen, das hat mich einfach, das habe ich dann gesehen. Und seitdem finde ich einfach Zelda voll cool. Ja. Das heißt eigentlich fast nur wegen diesem YouTuber. Ja, sieht man mal, wie krass dann YouTuber doch irgendwie auch influencen können. Ja, sieht man mal doch, dass YouTuber irgendwo Influencer sind, ne? Im Guten, aber vielleicht auch manchmal im schlechten Maße, ne? Ja, mies, ne?
Ja, da hat er ein Game Over, das probiert er jetzt zu vertussen. Hat auch erfolgreich geschafft, das abzudecken. Aber wir haben es hier alle gesehen, können es alle festhalten, er hat ein Game Over. So. Wie gesagt, es ist einmal gesagt, dass hier nicht beste Qualität ist, das aber wie gesagt, wir sind einmal auf dem Walltour. Braucht sie euch da uns zu wundern. Wir sollen einfach nur ein bisschen zeigen, was es hier zu sehen gibt, ob das schon mal erfolgreich war. Und ich meine, was soll man Eistee trinken? Ich tue doch immer mal wieder meinen Streams oder Videos zu erzählen. Zum Beispiel, ja, ich habe jetzt hier den Eistee vom Netto oder dies, das. Und der Ehren-Eistee des Tages von heute ist der Edeka-Eistee. Also dieser hier. Keine Ahnung, ob ihr den nicht gesehen habt. Ist immer so Schleichwerbung, ne? Immer Werbung. Du machst immer Werbung für alles. Das ist doch Schleichwerbung. Ah, mal, es hauen das mal gleich, wenn er das frei wird. Funktioniert. So, jetzt trinken wir wieder was im Hintergrund, einfach ein bisschen. Wieder aufnehmen, kommentieren und labern macht mit der Zeit erst durstig. Das ist ja sehr nett für dir, danke. Wir haben gerade ein Pokémon Ehrenabzeichen erhalten. Boah, Status Half, das hier. Das kommt an meinen Anhänger mit dran, an meinen Gamescom-Schlüsselbund, was die anderen habt. Das ist sehr nett. Was siehst du mal, ne? Wir influenzen hier auch die Leute, die hier sind. Es war gerade ein Fan, der hat uns was geschenkt. Ja, ein Nintendo-Fan, aber wörtlich Nintendo-Fan, ne? Okay, der war schlecht, gibt's dazu. Aber ich sag dir, er ist ein Nintendo-Fan. Weil er hier arbeitet, was das ist. Ach, egal. Ja, ne? Ich glaube, wir sind echt die, die hier am längsten hier rumgammeln heute, neben den Mitarbeitern. Ja. Warst du schon mal so lange in der Mall? Wie bitte? Ob du schon mal so lange hier in so einer Mall warst? Nein. Nein. Aber du siehst aber auch, ne? Aber mein Lieb, hier bietet sich das ja durchaus an. Ja. Ich hasse, wenn man in diesem Spiel runterfällt. Weil dann weint Link wie ein kleines Mädchen. Anmerkung, wäre ja mir zu Hause, hätte ich jetzt rumgeflucht, auf den Tisch gehauen, mit einem Stuhl gewackelt und sonst was. Nur hier in der Öffentlichkeit macht es dann doch nicht. Da hält er es dann kleines bisschen zurück. Na, eigentlich sind sie beide, wenn man ganz ehrlich ist. Ich finde es auch echt cool, dass sie uns hier theoretisch so lange spielen lassen, wie wir wollen. Ne? Uns hindert keiner dran. Es gibt auch gerade eben nicht viel los, also. Ja, das ist auch mäßig viel los. Also, ich finde es eigentlich ganz nett hier. Das ist eine nette Aktion. Komm mal noch gerne. Gut, das ist eher halt für Leute, die keinen Switch haben oder so, aber ich finde es trotzdem nett. Ne? Auch für die Leute, die einen Switch haben. Hier hinter uns ist der Elbenwald. Die Stars, da gibt es Nintendo Merch. Das ist auch ganz nett. Kennt ihr bestimmt den Elbenwald? Ja. Elbenwald Ehrengeschäft. Elbenwald ist ganz nice, definitiv. Und ich denke nicht, was das für ein Noob, das im ersten Mal Zelda spielt, aber nein. Erstens kein. Okay, er ist kein Noob. Machst du sehr gut, ich bin sehr begeistert von dir. Ja. Ah, knappe Kiste! Irgendwo wird dann doch immer was frei. Ja, jetzt schaffst du es auf jeden Fall. Ich sag es an, jetzt schaff ich's. Ich bin gespannt. Ich stehe hier und bin gespannt. Du hast es angesagt. Das hast du ein riesen Herz erhalten. Hast du sehr, sehr gut gemacht. Kann man sich drüber freuen. Und dann fällst du erstmal runter. Aber das eine halbe Herz ist verkraftbar. Das ist ja ein kleiner Glitch, weil eigentlich braucht man was anderes. Eigentlich braucht man dieses Seil, um da drüber zu kommen und dieses Herzfragment zu nehmen. Aber es gibt auch einen kleinen Glitch, dass man auf zwei Kästchen springen kann mit Link. Der ungewollt ist. Aber trotzdem bietet es an. Ja, Zelda Link's Awakening, definitiv ein ganz nice Spiel. Und bevor wir beenden jetzt einfach hier soweit den Teil. Danke fürs Zusehen.
Vielleicht die Meinung gibt es dann, die ausführlichste Meinung gibt es am Ende vom zweiten Part, aber vielleicht jetzt mal so ganz schnell deine Meinung. Wie fandest du es? Geil. Macht so Spaß, ist nett hier, ne? Geil. Gib das so einen Tag reißt es her, wie wir heute da sind, werden reicht komplett. Aber ja, im zweiten Part, wie ihr dann seht, werden wir mal uns direkt nachher auswählen. Wir werden die Switch Lite uns ansehen, vielleicht ein paar Gardis abstarten und vielleicht auch nochmal Mario Kart oder so eine Runde zocken. Ganz nett. Genau. Ja, ne? Damit danke ich mich jetzt soweit fürs Zusehen. Irgendwer Schlussworte von dir für den Part? Nintendo ist geil. Ganz klar. Also, mach's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Wir sind raus. Und ciao!